Ho, 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 Leute! Ab heute beginnt offiziell die Weihnachtszeit bei uns. Der erste Advent. Machen wir auch mal die erste Elektrokerze an heute. Schön. Ah, da habe ich mir auch wieder einen schönen Adventskranz zusammengeknabbelt. Mit vier ganz besonderen leeren Präsenten, die mich übers Jahr begleitet haben. Da hängen schöne Geschichten dran. Ach, zum Thema Geschichte. Ich mache mir hier nochmal eine Kurzgeschichte auf. Aber einen Schalldämpfer integrieren. Ja, erster Advent, was soll ich da auch noch zu sagen? Es hat mir wieder ein krasses Programm erwartet, aber ich fuhr heute einfach mal mit euch ein bisschen trinken. Mit einer Spirituose an der Flasche. Oh, Fachmann. Normalerweise, das Einzige, was ich an Deko zu Hause habe an Weihnachten, das ist, wenn ich draußen unterwegs war und sich aus Versehen eine Tannennadel unter meiner Sohle verfangen hat und dann irgendwie auf mein Pitschbein abfällt und da rumoxidiert. Man muss uns auch die ganze Kohle hernehmen für das ganze Geraffel. Die kriegst du in irgendeinen Laden oder sonst irgendwelche Lametta. Ist ja eigentlich auch verboten. Noch ein Stern, Lichter, Kerzen, das ganze Zeug. Das hängst du dir an die Wände für 3 Tage, dann kannst du den ganzen Scheiß wieder in die Tonne kloppen. Macht keinen Sinn. Aber ein bisschen schön für die Weihnachtszeit natürlich schon. Ist draußen immer so klasse beleuchtet. Die Welt fährt immer so ein bisschen runter. Die Leute werden ein bisschen netter zueinander. Außer natürlich beim Geschenke kaufen. Da herrscht der rege Egoismus. Da kloppen sie sich um. Oh, PlayStation 5, die brauche ich auch noch. Dann wird sich der von Kastatt weggeprügelt oder was. Aber schon eine besinnliche Zeit. Da kriegst du mal den einen oder anderen Anruf rein von Leuten, die du lange nicht gehört hast. Gestern zum Beispiel, da hat mich Randy angerufen von seiner Ranch von Amerika. Ein alter Schulfreund von mir. Haben wir da ein bisschen so einen kleinen Weihnachtstalk gehabt. Da läuft das ja ganz anders. Da stehen sie sich das komplette Grundstück mit dem ganzen Scheiß voll. Der regt sich auch den ganzen Tag nur auf. Aber der macht das wegen der Kinder. Das ganze Gefresse, das finde ich ja auch ganz schön. Da kannst du mal ein paar Sachen essen. Die hast das ganze Jahr nicht. Und dann wirst du bombardiert mit Rouladen. Rouladen mit Speck. Rouladen mit Gurken, Rouladen mit Doppelgurken, Rouladen mit Doppelfleisch, mit Käse, mit Senf, mit allem. Das ist schon schön. Dazu mal schön kein Tübbels. Aber sammel ich hier so viel. Wir wollten ja eigentlich nur zusammen trinken. Also Leute, Prost auf den ersten Advent. Oh, nochmal, Werner hatte die Präsente noch nicht auf. Also, Prost nochmal auf den ersten Advent. Das war nur Mittel zum Zweck, den konnte ich direkt mal 2 Schlücke nehmen. Zwischendurch darf auch gerne geraucht werden. Das ist ein Rauchervideo. Was sind denn eure Rituale? Was macht ihr so am ersten Advent oder in Adventszeit oder was weiß ich? Könnt ihr ja mal da unten reinhaken. I wish you a merry beer schiss, I wish you a merry beer schiss, I wish you a merry beer schiss and a happy new beer. Prost! Vollbremsung! Achtung! Also Leute, das war's wieder mit dem ersten Advent. Ich muss auch aufs Sofa. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht geht ihr ja noch auf den Weihnachtsmarkt, stellt euch dann 2, 3 Glühwein in die Fresse und denkt an mich. Macht das gut. Schönen Sonntag, euer Volker. Tschüss! Ho, ho, ho. Was hast du das gerade?